Pero, bevor das Video losgeht, noch eine kurze Info. Der Donnerstag wird hier zum Demo-Donnerstag. Das heißt, jeden Donnerstag teste ich eine Demo-Version eines Spiels an. Sollte euch ein Spiel besonders interessieren oder gefallen, schreibt es in die Kommentare. Mit etwas Glück landen die Spiele bald in den Streams. So genug davon. Viel Spaß mit dem Video. Hey, 16. For generations, we have been warriors of the land and for the land. Today, we shape our future and the world around us. We're home, boys. Things ain't what they were. It's time to assert a little planetary dominance. Our revolution starts here. We will reforest to expand and build a lasting peace. We made half the universe our empire. This place should be a breeze. We are hardy, born of battle, vanguard. Those who welcome us may join us on the journey. Screw hearts and minds, guys. It's time for shock and awe. And we've got some beautiful new toys to develop and deploy. We will attack from the shadows or overgrow rivals. We own this place. Let's act like it. Let's make our presence felt. This time it's our turn. Do whatever it takes. Damit willkommen zu Age of Wonders Planetfall, die Demo. Die teste ich mal an. Ich habe mir das Game mal angeguckt, beziehungsweise so einen kleinen Trailer dazu. Und es sah doch schon ziemlich nice aus. So ähnlich wie Rome Total War oder Civilization. Und ich will das Ganze mal antesten und guck mir erstmal das Tutorial an. Da das Game schon ziemlich umfangreich erscheint. Und vielleicht wäre das ja was. Commander's personal record. Vanguard LCVP-86 emerged from void space intact. Our destination is a small planet located near to the anomaly in the system. Scans are showing nothing but static from the research outpost below. The distress call we received remains the only sign of life. The void anomaly looms over the planet like a dark omen. These scientists must have been mad to study the phenomenon from this close. But it's not for me to question their motives. We're here to secure a foothold, search for any survivors, and investigate what happened. Prepare for planetfall. Okay, kann ich mir jetzt hier irgendwas aussuchen? Nee, Jack Gelder, den spielen wir den Kommandanten, glaube ich. Rasse Vorhut. Ziele, suche nach Überlebenden und finde heraus, was passiert ist. Ja, dann würde ich sagen, Spiel starten. Welcome, Commander. I am Ava, your autonomous integrated virtual assistant. Standard issue for every planetary governor of the Star Union. My messages will appear when important actions are undertaken for the first time. They can be reviewed at any time in the Imperial Archives. Okay. Du kannst die Kamera mit Hilfe von L schwenken und R herein. Herauszoomen. Mit X kannst du eine Auswahl vornehmen und mit Kreis eine Auswahl aufheben. Mit Dreieck wird ein Kriegsmenü aufgerufen, über das du auf die Spielmenüs zugreifen kannst. Okay. Planetfall erfolgreich, Kommandant. Grundlegende Koloniesysteme werden hochgefahren. Gut, wir haben keine Zeit zu verlieren. Beginnen wir damit, die Kolonie aufzubauen und zu erweitern. Führen wir einen Oberflächenscan durch, um nach Überlebenden und bereits vorhandener Kolonieinfrastruktur zu suchen. Informiere mich, sobald unsere Forschungssysteme verfügbar sind. Jawohl, Kommandant. Kalibriere Sensoren neu und führe Oberflächenscan durch. In der Nähe wurden eine Biokuppel entdeckt.
Es gibt jedoch keine Anzeichen von Überlebenden. Setze den Oberflächenscan fort. Falls es hier Überlebende geben sollte, möchte ich das wissen. Ich erkunde die angrenzenden Sektoren und untersuche die Biokuppeln. Darin sollte einige Vorräte enthalten sein, die bei der Erweiterung unserer Kolonie hilfreich sein können. Okay. Suche nach Überlebenden. Wähle eine Armee aus, erkunde den nahegelegenen Sektor, lokalisiere und untersuche die überwachsene Biokuppel. Hinweis: Der Fortschritt deiner momentan aktiven Aufträge wird im Zielmenü angezeigt. Okay, ich soll die Kontrolle übernehmen und erkunden. Okay. Hiermit kann ich dichter zoomen und rauszoomen. Mit Dreieck habe ich irgendwie hier so ein Menü. Übersicht, Diplomatie, Ziele, imperiales Archiv, Runde überspringen, Einheiten, Vorlagen, Manager, Operation und Forschung. Okay, dann wähle ich den mal hier aus. This is an army. Armies contain up to 6 units on a single hex and are used to explore the world, attack enemy armies and defend colonies. Okay, für den Betrieb einer Einheit, Armeenummer aufrufen, Zugriff auf die einzelnen Einheiten. Okay, to move an army, select it, and then move the cursor to the hex you want it to go to. A preview of the route is shown, with a blue path to indicate how far the army can move this turn. Okay, super. Da hinten soll ich hin, also reise ich direkt mal bis hier hin. So, das habe ich. Mehr kann ich hier nicht machen. Kann ich auch direkt so machen, dass der nächste Runde da weiterhin läuft? Ja, okay. Dann müsste ich jetzt mit Dreieck Runde überspringen machen können. Möchtest du deine Runde wirklich beenden? Es sind noch einige unerledigte Ereignisse verfügbar. Was kann ich denn hier noch machen? This is the colony interface. It allows you to inspect and control your settlements on this planet. The tabs at the top left cycle through the production and colonist options. Okay, under this colony's name, you can see the amount of each resource this colony generates. A description and a breakdown of the colony's income can be found in the tooltips of each resource. Okay, mit Touchpad kann ich das sehen und... The currently selected colony tab is Unit Production. All units available for construction are listed here. Okay, finde ich aber schon ein bisschen stark, dass man wirklich so viel direkt reingepfeffert bekommt. Okay, ich kann mir jetzt sämtliche Sachen angucken. Ah, ich kann mir hier Sachen herstellen. Ja. Units and structures can be built in a colony by selecting the Produce option, which places them in the production queue. When all suggested actions from the task notifier above the minimap have been handled, the option will automatically change to End Turn. Super, den habe ich mir hergestellt. Kann ich den auch machen? Ja. Gut, das heißt wohl 2 Runden dauert das Ganze. So, Runde überspringen. Kommandant, unsere Labore sind einsatzbereit und steht jetzt Forschung zur Verfügung. Wir können mit der Erforschung von Technologien beginnen, die uns das Leben auf diesem Planeten erleichtern. Ausgezeichnet, womit sollen wir beginnen, um unsere Mission bestmöglich erfüllen zu können? Bei der Militärforschung ist es ratsam, mit Nanomaschinen-Support zu beginnen. Damit unsere Truppen besser geschützt sind und um Schlachtfeldunterstützungsoperationen freizuschalten. Bei der Gesellschaftsforschung empfiehlt es sich, mit Grenzanlagen zu beginnen, um grundlegende Infrastrukturen-Upgrades für unsere Kolonie freizuschalten.
Ich habe diese Fähigkeiten im Forschungsfenster hervorgehoben. Okay. Welcome to the Research Center, Commander. Here we allocate knowledge to rediscover the technologies of the Star Union and search for new frontiers. Military research concerns unit unlocks, unit mods, and military operations. So, dann erstmal das. Und das andere Society research concerns economic development, governmental policies, and espionage. So, hier Grenzpolitik. So, das habe ich. Mit dem sollte ich jetzt da hinten hinkommen. Die Produktionsanlage der Kolonie sind aktuell untätig, Kommandant. Ich schlage vor, dass wir mit dem Bau einer zentralen Replikatoranlage beginnen, um die Produktion zu erhöhen. Ich habe die Konstruktion im Koloniefenster hervorgehoben. This is the Structure Production tab. Colony structures can be built from here to unlock new units, strengthen the economy, and bolster the colony's defenses. Mit L eine Liste verfügbarer Konstruktion. So, okay. Die Tech-Kaserne. Zentrale Biofarm, zentraler Reaktorkern. Okay, hier gibt es schon einiges. Gut, dann bauen wir das hier. Ich mir auch aussuchen dann, wo ich das hinplatzieren möchte später, oder wird das automatisch hinzugefügt? So, Kolonie errichten. Öffne das Koloniefenster und schließe das Produktionsobjekt zentrale Replikatorenanlage ab, das im Reiter Konstruktionsproduktion zu finden ist. Hinweis, das Koloniefenster kann geöffnet werden, indem du die Kolonie auswählst. Falls sich eine Armee in der Kolonie befinden sollte, wird mit der ersten drücke die Armee und mit dem zweiten die Kolonie ausgewählt. Okay. So, das ist soweit hingemacht. Aber was ist damit? Kann ich mit ihm nicht dahin laufen? Hier gibt es keine Überlebenden, wie es aussieht. Wurde diese Konstruktion von irgendwelchen Kreaturen überrannt? Wir müssen diese Biokuppel zurückerobern und den Sektor an unsere Kolonie anschließen. Dadurch erweitern wir unseren Einflussbereich und erhalten mehr Vorräte. Wir haben momentan nicht genug Kolonisten, um zusätzliche Sektoren zu kontrollieren, Kommandant. Wir benötigen mehr Nahrung, damit die Kolonie weiter wachsen kann. Größere Kolonien können mehr Provinzensektoren verwalten. Wir müssen hier so schnell wie möglich Stellung beziehen. Wir können zusätzlich Nahrung aus den überwachsenen Biokuppel bergen, sobald wir uns um die Wildtiere gekümmert haben. Okay, auf in den Kampf, würde ich sagen. Manueller Kampf auf jeden Fall. The battle has started, Commander. The defending army always gets to act first, followed by the attackers. During a combat turn, each unit has 3 action points to spend on using their abilities, which can cost between 1 and 3 action points. Regardless of cost, using an ability always ends the unit's turn. Okay, Each unit has active abilities that they can use during combat. Next to attacks, they have a guard ability, which increases the unit's defenses until the start of their next turn. Guard abilities always cost 1 action point. Okay, Schutzfähigkeiten kosten immer 1 Aktionspunkt auf jeden Fall. Try moving your units forward to form a gunline, Commander. There are several nearby obstacles that your Vanguard troopers can take cover behind, symbolized by shield icon when hovering over the hex in cover. Okay, ich kann mich hier in Deckung begeben, bei solchen Dingern bestimmt. Wen steuere ich jetzt? Ich glaube, das sind komische Drohnen, ne? A friendly unit has moved into cover.
Cover protects the units by making it harder for enemies to hit them with abilities. Cover is directional and only protects against attacks if it is between the targeted unit and the enemy. Okay, also wenn die hinter Deckung stehen, können die halt nicht so einfach von den gegnerischen Fähigkeiten getroffen werden. So, den. Kann ich den auswählen? Nee, ich habe den ausgewählt. Wie wähle ich den nächsten aus? Freie Zielwehr aktivieren. Okay. Ich könnte meine eigenen angreifen, ernsthaft? Aber das will ich doch gar nicht. Das hier ist... Bewegen. Dreht die Einheit. Konzentriertes Laserspektrum. Verteidigungsmodus. Breit gefächertes Laserspektrum. Okay. Warte mal, kann ich von da aus schon darüber ballern? Mal gucken. Nee, kann ich nicht. Ah, da. Nächste Einheit. Okay, ziehen wir auch direkt hier rüber. Zack, nächste direkt auch rüber. Die hat da gut Schutz. Okay, also würde ich eine komplette Linie bilden. So ein bisschen wie XCOM, ne? Commanders and heroes are some of the strongest units in any army, capable of wielding a variety of powerful weapons and even piloting vehicles. They level up as they gain experience, allowing them to unlock new abilities and buffs. Also, Helden können Fahrzeuge bemannen und können irgendwie leveln, dass sie Fähigkeiten mehr reinballern. Seid ihr schon im Fahrzeug? Nee, seid ihr nicht. Aber hier ist auch ein Fahrzeug. Großes Wachstum. Wo kann ich das hier machen? Verteidigungsmodus. Drehen. Bewegen. Ja, ich würde gerne, dass du das Fahrzeug da einnimmst. Oder hat er keinen Bock? Aber ich denke mal, ich soll die erstmal in Verteidigungsstellung bringen. Wie? Doch nicht? Warte mal, welchen da wieder hinstellen? Ne, passiert nichts. Nächste Einheit. Ah, hier habe ich auch Deckung. Okay. Alle Mann nach vorwärts. Leicht verdeckt. Gut. Dann schicke ich die mal alle da so ein bisschen rüber. So, kann er eigentlich damit irgendwas machen? Nee, ne? Nee. Oder ist das vielleicht gar kein Fahrzeug? Nee, vielleicht ist es auch doch kein Fahrzeug. Gut, dann stellen wir den nochmal um. Kann er wirklich so weit? Ach nee, der kann nicht so weit. Okay. Dann einmal darüber. So, einmal da in Deckung. So, zack. Wie? Kann ich die gar nicht darüber ziehen? Achso, Runde beenden muss ich noch machen. Units with melee attacks will enter melee overwatch at the end of their turn, denoted by a red sword icon above their heads. A unit attacked from the sides or back is considered flanked and takes increased damage. Units in guard mode cannot be flanked.
A unit has been staggered, causing it to lose an action point. Most melee attacks and explosives will stagger units. Most abilities that are used on enemy units have an accuracy rating, which is the chance that the ability hits the intended target. Okay, also jetzt wurde noch mal erwähnt. Was? Achso. Dass die Gegner verschiedene Fähigkeiten haben. Zum Beispiel können die meine Einheiten flankieren, um Bonusschaden zu machen. Aber das geht nur, wenn meine Einheit nicht im Wachmodus ist. Das heißt, damit mache ich glaube ich ordentlich Damage, oder? Ja. So, da gehe ich mit denen erstmal hier hinter. Genau. Und jetzt greife ich die von hinten an. Mit einer schicken Granate. Das war auf jeden Fall sehr schlau. Dann schmeiß mal eine Granate auf den Gegner. Ah, okay, meine Einheiten bekommen auch Damage. Oha, die haben mehrmals geschossen. Enemy destroyed. Super, jetzt gehen wir mit dem hier mal nach vorne. Zack, 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 zack. Können wir mit dem auch noch eine Granate schmeißen? Na, mal gucken, ob es trifft. Oh, doch, der hat auch gut mitbekommen. Unit lost. Okay, jetzt kann ich wieder vorrücken. Das heißt, ich kann den hier schon mal platt machen. Enemy down. They've never stood a chance. Die Schlacht wurde geschlagen. Ja, also gewonnen. Kommandant, unsere Kolonie ist jetzt groß genug für einen weiteren Sektor. Ich empfehle dir, einen Sektor anzuschließen, der über eine Biokuppel verfügt. Dadurch erhöht sich das Nahrungseinkommen unserer Kolonie. Gut, wir schließen diesen Sektor als Provinzensektor an, unsere Kolonie an, damit wir das Land so schnell wie möglich bewirtschaften und Ressourcen abbauen können. Belohnung? Jawohl. Weitere deine Kolonie, indem du nahegelegene Sektor anschließt. Objective completed. So, das war schon mal eine Mission davon. Und wenn ihr Bock auf mehr von dem Game habt, sagt mir einfach Bescheid. Und dann kommt auch die nächste Folge dazu noch. Meine Einschätzung dazu ist momentan, es ist irgendwie noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Zum einen, weil, ich sag mal, das Game hat ja so ein bisschen was von Civilization und Rome Total War und wie sie alle heißen. Aber hier finde ich, das ist es noch ein bisschen verworren. Weil ich meine, das Menü hier, das kennt man ja schon von den Games. Aber halt am Anfang direkt schon im Tutorial hat man schon gut gemerkt, okay, da kommt so einiges, kriegst du direkt reingeschmissen und hier mach mal dies, das und jenes, so geht das und ein bisschen knifflig noch. Vielleicht fuchst man sich da noch so ein bisschen rein. Schreibt doch mal eure Meinung gerne in die Kommentare rein, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie ihr das Game seht. Also ich bisher finde es auf eine Art nice. Aber auch so ein bisschen noch verworren.